Albert de Vizet war einer der wichtigsten Komponisten Frankreichs im späten 17. Jahrhundert. Er diente als Lautenist, Theorbenspieler und auch als Gitarrist am Hofe des Sonnenkönigs Ludwigs des 14. De Vizet war nicht nur ein hervorragender Spieler, sondern auch Komponist. Da seine Musik aber größtenteils in Tabulatur, also der instrumentenspezifischen Griffschrift der lauten Instrumente, notiert ist, war sie in dieser Form für Spieler anderer Instrumente nicht lesbar. Das wurde von seinen Zeitgenossen sehr bedauert und er wurde gedrängt, seine wunderbare Musik auch in die gebräuchliche universelle Notenschrift zu übertragen und so für alle musizierbar zu machen. Dadurch eröffnete sich die Möglichkeit, seine Solomusik als kammermusikalisches Repertoire zu nutzen. Und so ergibt sich für uns eine große Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten und Bearbeitungen und wir können neue Suiten entstehen lassen, in denen sich die Solo- und Ensemblefassungen mischen. In diesem Sinne möchten wir in unserer Besetzung diese sich ergebende Bandbreite nutzen. Nicht ein entweder Laute oder Streichinstrument ist unser Motto, sondern ein sowohl als auch. Unser Lohn ist aber ein Zugewinn an Farbigkeit, an musikalischen Energien, die aufeinandertreffen, sich in Frage stellen, sich bestätigen und sich zu einem Gesamtkunstwerk ergänzen.